Eigentlich sind wir die Digitalisierung, nicht? Wir machen die Digitalisierung. Ich arbeite in der Informatik und in der Informatik kommt dieser ganze Digitalisierungskram her. Ne? Insofern sind die Herausforderungen oder die Möglichkeiten, die da entstehen, endlos. Nicht? Es sind zentrale Forschungsfragen, die entstehen, aber auch Anwendungsfragen, wie zum Beispiel, wie kann Lernen und Lernen unter neuen unter den Bedingungen des Vorhandenseins neuer Technologien denn anders funktionieren? Und sehr oft ist es auch die Frage, wie können wir Digitalisierung menschverträglich oder gesellschaftsverträglich machen? Das ist, glaube ich, etwas, was bei uns in der Gruppe eine ganz wichtige Frage ist. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren sehr stark gezeigt, dass die Digitalisierung, die ja sehr viel Heilsversprechen und alles wird besser am Anfang anhaften hatte, auch ganz gewaltige Probleme schafft. Die Überwachung im digitalen Raum, ob das jetzt privat oder staatlich ist, Zerstörung ganzer Bereiche von Wirtschaft, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, der Verlust der Privatsphäre, die Copyright-Probleme, also da gibt es einen Haufen Probleme, die geschaffen wurden und wo niemand so recht weiß, wie man damit umgeht. Und ich glaube aber, dass wir aus der Informatik heraus durchaus diese Fragen auch angehen können und nicht unbedingt technische, aber technosoziale Lösungen dafür finden können. Eine Frage ist, warum ist denn eigentlich alles im Internet gratis oder so viel gratis? Die Antwort darauf führt zu einem zweiten Fragenkomplex, nämlich womit bezahlen wir das eigentlich und wie funktioniert dieses Bezahlen und was sind die problematischen Aspekte dieses Bezahlens? Und da stellt sich heraus, dass es gewaltige Probleme gibt, die da geschaffen werden. Und die dritte Frage ist, was können wir denn jetzt tun, wie können wir uns dagegen wehren? Beziehungsweise, was wäre denn vielleicht gesellschaftspolitisch notwendig, damit wir hier ein Gleichgewicht wiederherstellen?